Warum bist du immer nur der beste Freund für die Frau und nicht ihr Lover oder potenzieller Partner? Das wollen wir im heutigen Video klären. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute klären wir, wie gesagt, warum bist du immer nur der Freund der Frau und nicht ihr Lover oder möglicher Partner? Und dafür gibt es einen sehr wichtigen und sehr grundlegenden Grund. Natürlich viele andere Dinge, die auch dafür verantwortlich sein könnten. Ich sage jetzt nicht, das ist bei allen Frauen so, das ist immer so bei dir. Aber das ist einer der Hauptgründe. Und dieser Hauptgrund, das fasst Mark Manson in seinem Buch Models Attracting Women Through Honesty sehr gut zusammen. Dieses Buch kann ich nur empfehlen, denn er schreibt, es gibt drei verschiedene Arten von Frauen und das kann ich so bestätigen aus meiner Erfahrung mit Frauen und der Erfahrung von meinen Coaching-Teilnehmern. Es gibt Ja-Frauen, sogenannte Yes-Girls, dann gibt es Maybe-Girls und No-Girls, also Ja-Frauen, Vielleicht-Frauen und Nein-Frauen. Nein-Frauen sind einfach die Frauen, wenn du schon mal Frauen angesprochen hast, weißt du, wer das ist. Das sind die Frauen, auf die gehst du zu und die gehen einfach weiter oder gucken dich verstört an, so als würdest du ihnen tote Hundebabys verkaufen wollen. Das sind Nein-Frauen. Nein-Frauen bedeutet einfach, egal was du tust, du wirst sie wahrscheinlich niemals von dir überzeugen können. Könnte sein, dass wenn du sie in einer ganz anderen Umgebung triffst, wo du der Oberking bist, zum Beispiel auf der coolsten Party in ganz Miami und dir gehört das Hochhaus und du bist der Chef dieser Party, du schmeißt die Party. Kann gut sein, dass sie da noch durchstehen würde, aber generell sind das No-Girls. Das heißt, da kannst du damit einfach nicht viel machen. Da kannst du noch so gut flirten, kannst du noch so viel deine Fähigkeiten in die Waagschale werfen. Das wird dir nicht besonders viel bringen. No-Girls. Dann sagt er, es gibt aber auch Yes-Girls. Yes-Girls sind die, und die kennst du auch, wenn du ein bisschen unterwegs warst, das sind die, die sprichst du an und die sind sofort dabei. Du hast das Gefühl, du hast gar nichts gemacht und die sind, ja, los geht's, komm, oh, ich will dich treffen, ja, voll toll, oh, schön, dass du mich ansprichst. Berühren dich vielleicht, fragen viele Fragen von sich aus, sind allgemein sehr interessiert. Yes-Girls. Und dann gibt es, und jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, die Maybe-Girls. Und die Maybe-Girls, das sind auch die Girls, mit denen du dann, oder weswegen du dann immer in die Freundschaftszone gerätst. Und warum das so ist, das erkläre ich dir dann gleich. Maybe-Girls, was ist das jetzt erstmal? Maybe-Girls sind Frauen, die erstmal nicht abgeneigt sind, aber auch nicht so zugeneigt wie die Yes-Girls. Das heißt, die gehen nicht sofort weiter, aber die springen dir auch nicht sofort in den Hals und sagen, ja, lass uns schnell treffen, oh, du bist voll mein Typ. Maybe-Girls, das sind dann die Frauen, die du mit deinem Game, mit deinen Flirtfähigkeiten in eine Richtung bringen kannst, entweder zu No oder zu Yes. Ja? Maybe-Girls werden entweder zu No-Girls oder zu Yes-Girls. Und ein Großteil der Frauen sind tatsächlich Maybe-Girls. Na, es gibt natürlich auch viele No-Girls, die einfach einen Freund haben. Es gibt einige Yes-Girls, deutlich mehr No als Yes. Aber viele sind auch einfach Maybe-Girls, die du, wenn du es drauf hast, überzeugen kannst. Wenn du nicht genau weißt, wie das funktioniert oder Frauen auf der Straße ansprechen, oh Gott, wie soll das denn jemals für mich funktionieren, bringe ich dir gerne bei. Du kannst dich im ersten Link in der Beschreibung für einen Coaching-Platz bei mir bewerben. Maybe-Girls. Wie kommt es jetzt dazu, dass du in der Freundschaftszone landest bei diesen Maybe-Girls? Das passiert durch folgenden Mechanismus, durch folgendes Phänomen, wenn du so willst. Um Maybe-Girls in eine Richtung zu bringen, musst du polarisieren. So sagt das auch Mark Manson in seinem Buch. Polarisieren bedeutet einfach, dass du deine Intention einsetzt. Also, oh, die Frau gefällt mir, ich will die Frau. Dass du diese Energie einsetzt, um die Frau zu polarisieren in entweder die Ja- oder die Nein-Kategorie. Das ist aber genau das, was die Männer, die in der Freundschaftszone landen, eben nicht tun. Die polarisieren nicht, weil die Angst haben, oh mein Gott, wenn ich ihr jetzt offen zeige, dass ich sie will oder wenn ich mit meiner Sexualität gegenüber Frauen offen bin oder sage, was ich erwarte, sage, was ich will, oh nein, dann verliere ich sie vielleicht. Das sind die Männer, die dann den Frauen monatelang hinterher rennen, ihre besten Freunde werden, ihnen das Haus anstreichen oder beim Umzug helfen, nur um vielleicht durchs Hintertürchen dann irgendwann diese Frau zu bekommen. Das ist eben nicht polarisieren, das ist, ich sag mal, eher so taktieren oder manipulieren. Und was passiert, wenn du das machst, und das machen halt viele Männer, ist, dass du dann nicht in die No-Kategorie einsortiert wirst und auch nicht in die Yes-Kategorie, weil du bist halt nicht polarisierend, du wirkst irgendwie nicht sehr männlich, du wirkst auch nicht sehr attraktiv, weil du nicht polarisierst. Das heißt, in die Ja-Kategorie kommst du schon mal nicht. Aber du bist auch nicht so, dass du irgendwie zu extrem bist oder die Frau hat keine Lust auf das Sexo, auf die sexuellen Avancen von dir. Das heißt, du wirst auch nicht in die komplette Nein-Kategorie gelangen, sondern du wirst in eine Subkategorie gelangen, nämlich die Freundschaftszone. Du bist ein netter Typ, aber nicht interessant als Partner, aber du bist ja ganz nett, deswegen bist du auch nicht in der No-Kategorie. Also bleibt nur noch die Freundschaftskategorie. Und deswegen gerätst du in die Freundschaftszone. Mal davon abgesehen, dass viele Männer, die so hantieren, sich auch selbst in die Freundschaftszone ja, manövrieren, indem sie eben teilweise solche faulen Deals eingehen wie, ja, ich werde jetzt mit dir befreundet sein und sich im Hinterkopf denken, ah, wenn ich mit dir befreundet bin, dann kriege ich sie irgendwann. Na, dass das nicht funktioniert und dass das nicht mehr als ein fauler Deal ist, das muss ich dir ja wohl nicht sagen. Das heißt,
Du gerätst in die Freundschaftszone, weil du nicht ordentlich polarisierst. Denn würdest du ordentlich polarisieren, dann hättest du am Ende nur noch Yes-Girls und No-Girls. Aber es gäbe hier keine Freundschaftszone mehr. Ja, entweder wärst du in der No-Kategorie oder du wärst in der Yes-Kategorie bei Frauen. Und das ist der Weg, den du gehen musst. Und ich weiß, dass gerade für die Männer, die das vielleicht sonst nicht so gemacht haben, sich das komisch anfühlt. Und das eine große Herausforderung ist. Oh mein Gott, meine eigenen Bedürfnisse kommunizieren oder auch vielleicht Sexualität kommunizieren. Ist das schon Vergewaltigung? Ist das schon feministische Vergewaltigung? Nein, das ist nicht. Natürlich nicht. Das ist alles in Ordnung und alles legitim, solange du jetzt nicht der Frau brutal an die Wäsche gehst. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, wir müssen uns hier nicht über offensichtliche Dinge unterhalten. Aber indem du polarisierst, verhinderst du es, dass du in Zukunft in der Freundschaftszone landest. Ganz einfache Geschichte. Und natürlich geh nicht von selbst irgendwelche Frauen-Deals ein. Schlag nicht der Frau von selbst vor, hey, lass uns Freunde werden. Und denk dir im Hinterkopf, ah, so kriege ich sie. Natürlich kannst du dich auch selbst in die Freundschaftszone befördern, aber das jetzt mal außen vor gelassen. Soviel zum Thema Freundschaftszone und wie du reinkommst. Wenn das soweit für dich alles klar war, dann wunderbar. Wenn nicht, schreib mir gerne in die Kommentare. Aber gib mir auch ein Feedback. Wie fandst du es? Was für Videotitel, Themen willst du vielleicht in Zukunft sehen? Jetzt kippe ich ja fast um, während ich rede. Wie gesagt, links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und rechts neben mir, hier, dort kommst du zu einem Video, da kriegst du noch weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Also unbedingt dort vorbeischauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich drauf, dich dann wieder hier zu haben. Bis dahin, ciao.